So denn? Alter, was geht ab? Team Bubble Tier. Wir haben heute den Afghanen, der zeigt uns sein Blackwing Deck. Hallo. Ein Shooter. Ich bin ein Shooter. Ey, willst du von neu anfangen? Ich schneid das eh. Zu Recht. Soll ich es vielleicht erklären? Was? Soll ich der Blackwing Deck erklären? Wir haben viele Tiere am Monster. Ich werde zum Zufies. Wir haben Spieler für zwei Bohnen. Ich finde, der kommt noch ein bisschen langsam. Deswegen finde ich, einer reicht völlig aus. Dann zwei Bohnen. Wir haben drei Kills. Ihr braucht doch keine drei Bohnen mehr. Zwei reichen völlig. Man kann auch einen spielen, aber ich spiele zwei. Dann zwei Gates. Ja, ich hätte zu viele Empfänger mit drei, deswegen zwei reichen völlig aus. Drei Kabel. Zwei Blizzard. Ein Zephyrus. Mit der kann man viele Kombos machen. Teuflische Kette. Wieder Bautzen. Ja, Zephyrus ist Standard. Okay, ist auch gut. Superkart. Dann dreimal Chris. Die neue Karte, die ist ziemlich gut. Auf jeden Fall dreimal. Zwei Pinata. Ja, die ist die Superkarte. Wie kommt der so? Ja, der kommt gut mit Wirbelwind. Wenn man Wirbelwind hat und den hier, sammelt man den, kann man sich den suchen. Special gemacht. Den 6er, den 9. Kann man extra sammeln machen, entweder suchen. Ist schon ziemlich gut. Okay. Dann haben wir auch mit Schuba von Deko. Schon eine gute Karte auf jeden Fall. Zweimal mindestens. Ja, das ist ja. Dann spiele ich den halt einmal. Wie gesagt, mit Pinaka ist der kommt der gut, aber auch mit Gay. Damit man schnell auf den hier kommt, braucht man den. Weil es kann ja sein, dass man nicht immer Blizzard hat und was im Brave. Dann ist es immer gut und sowas. Bei dem geht es halt normal Wirbelwind zu sein. Den hier holen, Special, Fito. Oder mit Gale halt genauso. Mit Gale genauso. Deswegen einmal schon ziemlich gut. Dann spiele ich einmal den. Warum? Dem gibt es eine gute Kombo. Also für eine OTK. Okay. Man braucht halt einen Wirbelwind. Irgendein Blackwing-Monster. Ja, irgendwas zu mitnehmen. Dann kann man halt den Normal. Er sucht mir den. Special Summon. Normal Summon, irgendein Blackwing-Monster, den man halt in der Hand hat. Sucht man sich den. Ja. Zyko. Ja. Falls der Gegner noch ein Monster hat, kann er die Kampfposition ändern, den ATK bringen. Auch nicht schlecht. Dann kommt halt der andere neue. Der holt halt gefühlt die Unterhöhe, 5 oder höher vom Friedhof aus Feldzieher. Kommt der wieder. Dann kommt man leicht auf ATK. Nicht schlecht. Dann spiele ich noch 2x10. Ja, man braucht ein bisschen Draw-Power. Das wäre jetzt ja ganz okay. Ein Wirbelwind. Ein Space. Ich habe 3 Icarus angehört, deswegen reicht, finde ich, ein Space völlig aus. Zwei sind auf dem Sideboard, von daher passt das. Ein Wirbelwind. Soul Charge ist ziemlich gut wegen dem Synchro. Der holt ja halt wieder den anderen auf. Soul Charge kann man nicht gut machen. Die ist mit Karl, das ist das Beste. Ja, 3 Icarus hat er. Ja. Bodenlose. Ding. 2 teuflische Ketten.
Wie geht's zweimal? Gute Karten. Die ist sehr gut. Ja. Die Mirrorfoss, so dass die entfernt alles. Kamera auch von der Hand aktivieren. Data Code. Warning. Relativ. Side-Deck, 2 MSTs, 2 Lichter-Schmelder-Spiele, 3 Eisenmauer, 2x Keeper, 2 Schatten-Einspender, zu denen komme ich noch, Schatten-Einspender. Schatten-Einspender, sieht sich gut im Blackwing. Erklär mir die Kombo jetzt bitte. Gegner, zum Beispiel, wenn man gegen Shadow spielt, die spielt jetzt einmal viel mehr. Jetzt, ich kann ja meine Karten raushalten, da die sich im Grave aktivieren. So spiel immer nicht so. Die kann man raus tun. Und den Blizzard kann man. Kannst du nicht schneiden? Gib meine Matte, oder? Den Blizzard kann man auch raus tun. Und man könnte auch, falls es wirklich einen selber stört, kann man mit Zephyron auf dem Feld. Im Friedhof kann man den wieder auf die Hand schicken und dann kann man Special, dann kann man wieder seine Finsternis-Effekt aktivieren. Und ja, da finde ich schon ziemlich gut. Ja, was ist gut dabei? Heute mal gegen das Spiel. Was hast du gemacht? Ich will noch ein Skill hören. Maske welche? Ich bin nur gegen gute Gegner. Nein, danke. Okay, interessant. Extra noch schnell. Was hältst du deine Hand noch? Ja, die ist noch ein Scheintag. Oh mein Gott, okay. Abschließende Worte, Blackwing. Ja, es ist ein gutes Deck. Aber man braucht öfters mal Wirbel, damit man wirklich die guten Kombos auspacken kann. Braucht man unbedingt ein Wirbel. Alles klar, danke dir. Abonniert mich, checkt meinen Sponsor ab, liest das, ihr wisst Bescheid.